Meine lieben Freundinnen und Freunde, in Rom wählte man einst jährlich zwei neue Konsule an die Macht, bis einer den Rubikon überschritt und die Macht nicht mehr hergeben wollte. Denn zu oft macht Macht Menschen anders. Und so ist die Geschichte der Demokratie auch eine Geschichte, in der Menschen von der Macht so verändert wurden, dass sie nicht mehr hergeben konnten. Um dem entgegenzuwirken, findet man in allen Demokratien verschiedenste Formen von Wiederwahlbeschränkungen. Und dieser Antrag möchte das demokratische Kriterium der Wiederwahlbeschränkung auch wieder bei uns einführen. Es ist uns Grünen nicht neu. Es gab immer strengste Wiederwahlbeschränkungen, die allerdings mehr und mehr abgebaut wurden. Niemand will zu einem System des jährlichen Rotierens zurück. Aber es geht mit diesem Antrag um die Bewahrung des Pluralismus in dieser Partei auf die lange Zukunft. Denn es wäre ein Irrglaube zu meinen, dass die Faszination von Macht und Masse uns und unser Führungspersonal nie betreffen könnte. Es geht darum, die Erkenntnisse der Demokratiegeschichte auf unsere kleine Polis hier und heute zu übertragen. Und eine Erkenntnis ist, Macht ist verführerisch und Macht macht verführerisch. Und die, die sie haben, können zu oft, zu schwer davon lassen. Das ist nicht böse gemeint. Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen müssen durchsetzungsstark sein, müssen ein Publikum wie dieses rhetorisch leiten und lenken können. Aber es sind genau diese Fähigkeiten und diese Charakterzüge, die sowohl Publikum wie auch Führungskraft für die Überschreitung des eigenen Zenits blind machen können. Das war der Grund, warum Helmut Kohl einst nicht gehen wollte und ihn seine Partei dennoch wieder wählte. Und es ist der Grund, warum die FDP mitsamt Kapitän am Meeresboden liegt. Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Und daher möchte dieser Antrag ein Minimum an Pluralismus in den Führungsstrukturen verankern, indem man maximal 10 Jahre Bundesvorstandssprecher, Bundesvorstandssprecherin sein kann, wobei nach den ersten 2 Perioden in Folge eine Pause von einer Periode, also von 2 Jahren, gemacht werden muss. Somit wird nicht mehr, aber auch nicht weniger garantiert, als dass in 100 Jahren 10 verschiedene Personen auf einem Vorstandsplatz sitzen werden. Das ist nicht viel, aber es ist ein Minimum. Und wer gewinnt davon? Ihr Delegierten gewinnt davon. Denn um eine Wahl zu haben, bedarf es der Auswahl. Und dieser Antrag fördert Auswahlmöglichkeiten und ist daher im Sinne aller zukünftiger Delegierten. Lasst uns dieses Minimum an Führungspluralismus und Basisdemokratie festschreiben. Basisdemokratie ist der Grund, warum ich zu den Grünen kam und hier stehen und sprechen darf, so wie jeder von euch. Und wenn ihr auch daran glaubt, dass sich diese Partei an Ideen festmacht, an Idealen festmacht und nicht an Köpfen. Wenn ihr daran glaubt, dass grüne Werte von jedem Individuum vertreten werden können, weil es die richtigen Werte sind, dann wisst ihr auch, dass es keinen jahrzehntelangen Übervater und keine jahrzehntelange Übermutter braucht. Und nichts anderes verhindert dieser Antrag. Ich habe alles aufgeboten, was ich an Rhetorik zu bieten habe, weil ich an jedes Wort in diesem Antrag glaube, liebe Freundinnen und Freunde. Alles. Und was auch immer gleich kommt, denkt immer daran, nur wer sich ändert, bleibt sich treu und das gilt auch für ganz oben. Danke.